Kidoni. Mein Kopf, und zwar der obere Teil, nicht die Stirn, sondern hier wirklich der Scheitel, wird auf den Boden gelegt, auf Höhe seines Gürtels. Meine Hand führe ich über ihn rüber an sein Fußgelenk. Die andere Hand dient zum Abstützen auf den Boden, damit ich mein Gleichgewicht halten kann. Der komplette Druck meines Körpergewichts geht über die Schulter in seinen Bauch. Nun springe ich mit den Füßen auf die andere Seite und lande leise auf den Füßen. Nun ist die andere Seite dran. Kopf auf Höhe vom Gürtel, Hand ans Fußgelenk, andere Hand auf den Boden, Schulter in seinen Bauch und drüber springen.